Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zum nächsten Bauteil unseres Vaults in Fallout 4 natürlich. Ja, wir haben die ersten Quartiere errichtet, uns fehlt allerdings noch Strom. Und bevor wir den Strom machen, also bevor wir eine Stromversorgung uns besorgen oder sagen wir eine Versorgung herstellen, würde ich am liebsten erstmal ums Wasser kümmern, denn wir haben auch kein Wasser. Das Schöne ist, wir waren ja hier schon unten im Ostsektor. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist der hier. Hinten. Oder täusche ich mich jetzt? Nein, ich täusche mich nicht. Hä? Was? Er war doch tot. Habe ich da mal wieder nicht gespeichert gehabt? Nein. Das kann jetzt nicht sein, oder? Soll ich ihn jetzt töten? Wir haben keine. Ich habe keine Waffen dafür. Na toll. Okay, wir machen es anders. Kurzer Abstecher nach Good Neighbor. Ich denke, da könnten wir eventuell Munition für unseren Batman bekommen. Hoffe ich zumindest. Ich dachte, ich habe ihn getötet. Ich dann nicht gespeichert gehabt. Aber es geht auch. Dann wär doch noch die Mission im Ostsektor säubern nicht fertig, oder? Das habe ich doch in dem gleichen Zug gemacht. Erklärt allerdings, warum ich noch 5 Mini-Atombomben hatte. Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Dann statten wir dich mal aus, Killer. So, Cleo, hast du... Was ist denn hier? Aber alle keinen... Alle keine... Kein Stahl. Oh, der hat Raketen, hat er. Wir kaufen die Raketen. Ich weiß nicht, was wir hier noch haben. Bei ihm verkaufen. Die Splitterminen nutze ich auch kaum. Verkaufe ich. Verkaufe ich ihm auch. Auch den nicht. Den verkaufen wir ihm. Verkaufen wir ihm das. Der Preis schon nicht mehr so hoch. Ja, noch ein bisschen Smiler Königenfleisch ist wert. Das verkaufen. Da fährt mir noch genügend von. So, jetzt müssen wir aber auch nach Sanctuary reisen, denn da habe ich dann den Raketenwerfer hoffentlich. Den ich vermute, dass wir da haben. Mann, das ärgert mich jetzt. Jetzt müssen wir diesen scheiß Wachbot nochmal töten. Ah, ist das ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber gut, kann ich jetzt nicht. Ist so. So. Müsste dann hier irgendwo sein, in unserer Truhe. Grüß dich, Hundi, ne? Truhe. Können wir auch den Fatman wieder reinlegen. Waffen. Okay, hier ist er nicht. Ich dachte, ich hatte einen. Big Jim. Batman.
Wieso haben wir... Ich dachte, wir hatten einen Raketenwerfer. Warum habe ich keinen Raketenwerfer? Ist doch scheiße. Wo kriegen wir jetzt einen Raketenwerfer her? Keine Ahnung. Brauchen wir nicht mehr, den behalten wir. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. Brauchen wir auch nicht mehr. So, das können wir verkaufen, das Zeug. Dann ab nach Diamond City und gucken, ob da jemand einen Raketenwerfer für uns hat. Es ist nie, wie wir in unserer Levelstufe diesen Wachbot erledigen sollen. Das kriegen wir sonst nicht hin. Gott, sieht das kacke aus mit dieser Gasmaske, oder? Creepy, creepy, creepy. So. Hast du diesen Artikel gelesen? In der Public Occurrences? Die verdammten Synths könnten überall sein. Was geht denn Feierabend? Oh nee, ich krieg's kotzen. Derzeit sind Besen im Angebot. Oh nein, warten Sie, meine Programmierung sagt. Ja, Besen. Ich schau's mir an. Absolut. Das verkaufen wir erstmal hier unseren Scheiß. Die Minigun. Improgewehr, Jagdgewehr, Lasermuskete. So, und hoffentlich hast er jetzt da einen Raketenwerfer. Er hat keinen Raketenwerfer. Ich hab's mir schon gedacht. Raketenwerfer hat. 200 ist ja geil. So, und jetzt müssen wir irgendwo warten. Das Tag ist, was haben wir denn für eine Uhrzeit? Irgendjemand wird auch einen Raketenwerfer haben, oder? Warten wir mal 10 Stunden, dann ist 10 Uhr morgens etwa. 10. Dann sollten die Geschäfte wieder offen sein. Und dann sollten wir... Und jetzt, entschuldige mich. Der da drüben, hier der Vogel hat keinen. Wenn's so. Dir aufs Gewicht ankommt, solltest du eine Pistole in Erwägung ziehen, aber ich habe natürlich auch noch mehr im Angebot. Dann lass mal sehen, was du so hast. Alles in Handarbeit gemacht. Big Boy. Nee, ich brauche keinen. Ich brauche einen Raketenwerfer. Da, Raketenwerfer. Dankeschön. So. Reisen wir zurück in den Vault. Oh, wir haben schon wieder 9 Bewohner, glaube ich. Wie das ausschaut, 5. Und 4 die ganze Zeit, soweit ich weiß. Mal aufpassen, dass es nicht zu schnell zu viel wird. Kommen wir nicht mit den ganzen Quartieren und den Betten nach und dem ganzen Zeug. So, zurück Vault. Es macht schon was her, die Halle, oder? Ich meine, es ist jetzt nicht die größte Eingangshalle, aber ich finde, sie macht was her. Wobei, wir könnten auch das Stück hier noch ein ganzes Stück rausziehen. Ja, mal gucken. So, Inventar. Ausrüstung, Raketen. Wir haben 40 Raketen übrigens. Wir hätten gar keine Raketen kaufen müssen. So. Gucken wir mal. Ich drück schnell auf den Speicherknopf. Das ist sehr wichtig. Scheiße.
Ach du Scheiße. Schnell weg hier. Da kommt er normal nicht durch. Überhitzt doch immer. Wieder knapp. Ups, das war Selbstverstümmelung. Lass mal bitte überhitzen. Scheiße. Komm schon. Komm her. Jawohl, schon 19 Raketen in den reingeknallt. Das war dumm. Einen noch und dann explodiert er. Hoffe ich. Yep, da war die Explosion. Gut. Ich speichere gleich. Gut. Ein Haufen Uran. Ja, alles entfernen müssen, sonst geht die Ladung ab. Immer noch? Können wir hier noch was entfernen, dass wir hier, habe ich mich so gepackt? Nee, sieht nicht so aus. Hier, Trümmer können wir wegmachen. Bisschen Stahl wenigstens noch einkassieren. Na gut. Bin ich jetzt aber doch falsch gelaufen, oder? Immer lieber hier die Knarre in die Hand. Ich weiß, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Hey, wofür wir so viel Beton hier brauchen? Ja, aber hier ging es nicht weiter. Bin ich jetzt falsch gelaufen in den östlichen Sektor? Natürlich, hier ist der östliche Sektor. Aber
Okay, die Milo-Königin ist weg. Und die ist auch noch am Leben vielleicht. Wir haben nämlich hier eine riesige Wasserpumpe, die ich gerne aktivieren würde. Produkturen. Vault. Stützen. So. Kommen hier mal so ein paar Stützen hin. Na? Wenn wir noch ein paar Stützen brauchen. Dann brauchen die Gummi. Warum brauchen die Gummi? Oh. Mal gucken, wie wir hier das nehmen. Elektrizität. Generatoren. Tech-Reaktor bauen. Fusionsreaktor bauen. Braucht der viel, aber der produziert halt mal 500 Strom. Weil wie komme ich jetzt am besten da hoch? Geht das jetzt nicht? Ja, natürlich auch. Kotzen. Scheiße. Okay, Moment. Ah, hier. Hier müssen wir das ganze Ding anbringen. Das ist jetzt zu lang, das Kabel. Moment, kriegen wir hin. Leitung. Leitung, Leitung, Leitung. Nein. Nicht, nein. Schalter, hier. Warum geht das nicht? So, also. Ich hab noch so ein Ding da oben drauf, oder? Jawohl, die Pumpe läuft. 100 Wasser und 650 Energie. So, und dann bauen wir nämlich im Nachhinein oder später dann einen Versorgungsweg von unserem Vault hier runter. Muss ich nochmal gucken, wie wir das genau bauen. Wir können ja mal anfangen,
Ehrlich gesagt, weil wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier nicht anfange... Na, wobei, wir können auch erstmal nur den Strom hinterlegen. Und mit Kupfer... Das braucht halt schon viel. Viel Ressourcen. Aber eigentlich könnten wir den anderen Generator für den Vault nutzen und das ist jetzt dann egal. Jetzt haben wir die 650 Energie sowieso. Welchen Generator wir jetzt anzapfen, müsste, glaube ich, egal sein. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe nämlich gesehen, die Vault-Gänge können alle Strom leiten. Wundert mich jetzt aber, dass es hier nicht geht, weil eigentlich haben wir schon das Zeug dazu. Aber laut Plan müsste es reichen, wenn wir... Aber haben wir den hier in die Wand vom Vault machen. Weil ich weiß nicht, ob das hier drinnen funktioniert. Das kann an Vault-Strukturen angebracht werden, um den Strom zu übertragen. Na, siehst du, das funktioniert nämlich nicht. Ich möchte das nicht im Eingangsbereich haben, also werden wir es doch von drüben herlegen. Denn ich möchte da gerne auch einen Versorgungsweg runterlegen. Machen wir das doch. Und zwar würde ich das folgendermaßen bauen. In der nächsten Episode. Haha, dreist. Nee, wir haben mit den Wachbord jetzt erledigt. Wir haben Platz im Östflügel, haben einen Generator gebaut, haben Wasser. Und in der nächsten Episode bauen wir dann den Versorgungstunnel darunter, den wir dann irgendeiner Art und Weise dann mit unserem Vault verbinden werden. Ja, wir werden aber sehen, wie wir das hinkriegen. Bis zur nächsten Episode. Ciao, danke, dass ihr zugeschaut habt.